Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Nachtmars Traum mit Xenoblade Chronicles 2. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass erst heute nach 3 Tagen wieder eine Folge online kommt. Ich hatte wirklich technische, mal wieder, ne, das ist nicht das erste Mal, technische Schwierigkeiten. Meine Game Capture Card ist abgeraucht, ich konnte leider nicht weiter aufnehmen. Zwangspause, naja, jetzt habe ich eine neue, sogar mit 4K. Das werde ich aber erst bei den nächsten Spielen nutzen, weil Xenoblade macht das, glaube ich, keinen großen Sinn, in 4K zu streamen, also aufzuzeichnen. So, oh, weiter im Text. In der letzten Folge haben wir mit Layla gekämpft und den Spion getroffen, der Layla verfolgt hat. Dann machen wir jetzt nahtlos weiter. Na sowas, für einen bunten Haufen haben wir denn da. Was? Ihr scheint euch im Grenzen zwischen Nationen und Völkern nicht viel zu kümmern. Vielversprechend. Nein. Schweigepause irritiert Poppy. Warum geht Gespräch nicht weiter? Sekunde, Poppy. Ich glaube, da kommt noch was. Ich würde mich gern mal mit euch unterhalten, wenn ihr nichts dagegen habt. Mein Name ist Alice Dyke. Ja. Ich erforsche die Kultur der Noporn der Antike. Überall auf der Welt gibt es Wandbilder, die sie hinterlassen haben. Auch in Uraya soll es ein solches geben. Deshalb würde ich sehr gerne dorthin reisen. Aber ach. Nur was ist... Ihr wisst ja, wie es zwischen Mor-Adin und Uraya steht. Ein Forscher wie ich läuft beim derzeitigen Klima Gefahr, in Uraya als Spion festgenommen zu werden. Eigentlich scheue ich vor Gefahr nicht zurück, wenn es um meine Forschung geht, aber wenn ich auf offiziellen Wege die Reise antrete, könnte sich die Situation noch zuspitzen. Wäre ich nur 10 Jahre jünger, dann würde ich mich auf ein Handelsschiff in Uraya einschleichen. Nun, soll Tora helfen? Ihr würdet euch dann aber in erheblich Gefahr bringen, ist euch das bewusst? Na klar, die Einstellung gefällt mir. Gut, dann vertraue ich euch die Aufgabe an. Also was genau ist euer Plan? Also die Sache ist so. Oh, ich verstehe, ihr werdet also eure Kameraden um Hilfe bitten. Gut, so, machen wir es. Ich werde als Butler verkleidet mit ihnen reisen. Tora macht auf FF. Tora macht aus FF. Locker flockig. Ich übernehme auch gerne kleinere Aufgaben. Das macht meine Verkleidung nur noch glaubhafter. Noporn-Wandbilder. Angenommen... Nee, jetzt nicht. So, jetzt gehen wir mal zum Zielpunkt rüber. Ich soll noch neue Informationen beschaffen. Zu dem, zu der Person, die Layla steuert. Kann man ein Gespräch führen, ne? Harmoniegespräch. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber geht gerade nicht, oder? Doch. My lady, over there, the capital standing army. I see him. Let's keep our distance, yeah? Best let sleeping goggles lie. Good call. Be not alarmed. The troops that captured us were Ardanian military, yes. But from the Gormati regiment. Those aren't the same? Quite different, in fact. One can learn many things while in a Titan battleship's brig. And I made good use of the opportunity. They checked me into solitary, so I don't know anything. It does seem they have separate procedures for planes and drivers. In any case, once I abandoned thoughts of staging a breakout, I did make sure to keep my ears open for intelligence. Did you hear anything else? Let me think. The soldiers over there. Are, as I said previously, from the capital's garrison. But those other ones actually belong to the 1st Imperial Guard 2nd Battalion. Huh. What's the difference? Beyond the bridge is Hardhay Palace, the Imperial residence. There. Oh, I've got it. The palace guards belong to a different unit. Of course. Indeed. Then, above the Imperial Guard rank and file, you have the Carrick Special, and higher yet, the Special Inquisitor, the Flamebringer herself. Wow. Amusement. I could never deal with all this. Ever heard the expression, know thy enemy? Was soll ich noch fragen? Nia, I was Torna organized. Torna? It was all centered around Jin. Not exactly structured, though.
But we all had our assignments. What was yours, Nia? I was... Naptime specialist. Shit it. I was a general support. I haven't been there long, so I mostly just helped out with whatever. Huh. Not much of a change, then. It is, as you say. Stop making it sound like I'm some useless layabout. I mean, I can make beer spit dumplings and stuff, so... Well then, maybe we could cook something together. Mm-hmm. Okay. My lady, are you sure that's... Both of you will sing a different song when I stuff your faces with my food. You had best steel yourself, Master Rex. My lady's cooking is not what anyone would call conventionally tasty. Maybe I shouldn't have riled her up. Schön, dass sie dafür Zeit haben für so ein leichtes Geplänke. So, jetzt aber weiter. Auf schnellem Schritte. Ich habe mich leider auch ein bisschen den Faden verloren im Flur. Oh Gott, da kann ich irgendwie nicht lang. Ich laufe einfach mal in die Richtung, wo mich der Pfeil führt, aber ich glaube, das wird mir nicht ausreichen. Habst du das Gefühl, ich renne ja voll in der Sackgasse? Aber ganz darunter komme ich ja nicht. Ich könnte mich doch eigentlich darunter biegen, ne? Das war hier. Abgeschlossen. Das ist blöd. Ja, da breche ich mir den Hals, ne? Okay. Ich teleportiere mich runter. Schnellreise. Untere Ebene. Genau. Da wollen wir ungefähr hin. Hey, warum warp ich mich nicht dahin? Das hat keinen Warp-Punkt. Ja, geht doch. Warum so ein Geschiss machen? Oh, da ist er ja schon. Dran vorbeigelaufen. Peri Peri. Hi. Hey, du bist doch Peri Peri. Ah, Rex, Riesenzufall. Rex ist hier zu treffen. Du hast nicht zufällig gerade Fracht aus Gorma transportiert, oder? Hat Rex jetzt etwas einen neuen Beruf als Hellseher gefunden? Stimmt nämlich, Peripre hat Fracht aus Gorma dabei. Oh, obwohl du in Agotum warst? Nur Peripre schippert von Agotum flitzeflink nach Gorma und dann von Gorma nach Mor Aradain. Ah, verstehe. Man muss Thora unbedingt Frage stellen. Hat Peripre in letzter Zeit große Ladungen Bionenkonnektoren transportiert? Peripheri schweigt begrabt, Fracht obliegt Schweigepflicht, plaudern über Frachtinhalt ist fürchterfieser Verstoß. Ach komm bitte, diese Info ist wirklich nicht wichtig für uns. Ah, wenn bitte um Rex, dann Peripheris Knie plötzlich ganz weich. Peripheri hat Biokonnektoren in gelben Fässern transportiert. Wie viele? Peripheri sicher waren mindestens 10 Stück. Das müssen sie sein. Wo gingen Biokonnektoren hin? Peripheri kennt Ziel oder nicht, Leute Fracht nur hierher bringen. Aber Peripheri hat oft gesagt, wie Fracht von hier oft gesehen, wie Fracht von hier aus zur Stadt geschleppert wird. Falls Fracht noch nicht abgeholt wurde, liegt vielleicht noch bei Kontrollstelle in Nähe von Aufzug rum. Alles klar, wir schauen mal nach. Danke, Peripheri. Dann gehen wir mal gucken am Aufzug. Wo ist Layla? Muss ich wieder ganz hoch, ne? Ah, der Weg geht zu Fuß. Bin echt gespannt, ob ich hab die Hoffnung, dass Layla ein zweites Blade für Thora wird. Komm out, komm out. Weil irgendwie muss man den ja auch erweitern, ne? Aber Poppy ist natürlich immer, kann man nicht vergleichen. Ich leg mich jetzt nicht mit den Viechern an, macht eh keinen Sinn, die sind mittlerweile total unterlevelt. Was ist denn hier los? Party-Time oder was? Da sind die Fässer, ja. Gelbe Fässer. Also gelb sehen die jetzt nicht aus.
Gelbe Fässer. Achso, sind keine da, ne? Das ist Suchen. Gelbe Fässer. Hier scheinen sie schon mal nicht zu sein. Ich bin mir sicher, es waren welche da, als wir das erste Mal hier durchgekommen sind. Auch ich meine mich an etwas Derartiges erinnern zu können. Hoppy hat Erinnerung geprüft. Erinnerung, Hoppy sagt, gelbe Fässer waren definitiv hier. Das heißt, irgendjemand war hier und hat sie abgeholt. Dies ist die einzige logische Folgerung. Das heißt, wir haben den einzigen Spruch verloren, den wir hatten. Mist. Fässer wurden versteckt, aber Tora, stur wie dickes Armer, gibt nicht auf. Gibt Rödelladen, Alba kann man nicht. Tora geht dorthin, geht dort nach Infos fragen. Oh, schon zweite gute Idee von Meister Porn. Selte Freude. Stimmt, in einem Trödelläden könnten sie auch etwas Ersatzteile für künstliche Klingen müssen. Dem halt dann nichts wie hin. Gehen wir halt dahin. Müssen wir wieder hochfahren. Wo ist Layla? Ist sie denn nur? Wir machen gerade den Fahrstuhl. Müssen wir uns mit warpen. Schön, wie sie alle reinspawnen direkt. Ach, auf. Oh, falsche Seite. Kann nicht lang warten, bis die Tür aufgeht, ne? Ist noch eine Quest. Ich nehme die noch gerade an. Der Jack. Hi, Jack. Was wollt ihr mal? Moment mal. Was ist los? Ich habe das Gefühl, wir können uns. Ah, jetzt weiß ich wieder. Nu? Erinnert euch an die Rekrutierung der Meister auf dem Platz in Torrigorf. Ich bin Jack. Ich wurde dort Meister. Natürlich. Schön, es freut mich, dass ihr euch an mich erinnert. Ich bin gleich danach in die Hauptstadt gebrochen, um eine Ausbildung anzutreten. Und jetzt bin ich endlich ein Meister der Aradainischen Armee. Ja, das war der Gormotti-Junge, ne? Staun, staun. Mein Sold reicht aus, um meine Geschwister etwas Gold nach Hause zu schicken. Das hilft ihnen zwar, aber sie hätten sich lieber über mich, Mama und Papa haben sie nämlich nicht mehr. Unsere Eltern haben die Aradainische Armee gehasst, wenn sie wüssten, dass ich jetzt dazugehöre. Nun? Naja, aber warum sich die Gedanken daran machen, dass ich jetzt halt so, ne? Hier in Alba kann man nicht, ist jedenfalls wirklich aufregend. Ständig entdecke ich irgendeine Spezialität oder ein Spielzeug, das ich meinen Geschwistern mitbringen möchte. Leider kann ich momentan keinen Urlaub nehmen, um nach Torrigor zurückzukehren. Ich habe aber ein paar Süßigkeiten gekauft, die sind wahrscheinlich schlecht, bevor ich wieder heimkomme. Ich kann helfen, wenn du willst. Das würdet ihr wirklich tun. Vielen Dank. Ich hole sofort alles, was ich für meine Geschwister besorgt habe. Das ist ja wohl ein feiner Zug. Nu ist leichtes Übung für Tora und Freunde, vor allem für Freunde. Wir werden uns ergebnis mit Mühen euren Worten Taten von uns lassen, Meister Tora. Oh je, das ist wirklich einiges ziemlich schwer. Ich hoffe, es ist nicht viel zu viel für euch. Wir heißen Nell, Zelle und Mokka. Mokka. Merkt euch das bitte. Meine Geschwister findet ihr im Wohnviertel Galat in Torrigord. Gut. Dankeschön. Machen wir. Nein, auch nicht. So, jetzt gehen wir mal zum Händler und quatschen den mal an. Tora hat klitzekleine Frage. Tut mir leid, aber ich pflege mich nur mit Zahlenkunden zu unterhalten. Wenn ihr was kauft, könnt das meine Mundwerk lockern. Das darf ich auf euch. Schwebende Arme, ja, holen wir halt. So, was darf ich euch aufdrängen? Super. So, jetzt dürft ihr, was wollt ihr wissen? Ob hier in letzter Zeit bestimmte Waren in großen Mengen gehandelt worden. Was denn für Waren? Oh, Liste ist lang. Tora war gut im Aufzählen. Bitte sagen, wenn was bekannt vorkommt. Oh, Hilfe, nicht schon wieder. Tetrakreis, Schlangengelenk, Achsestein. Halt, dazu weiß ich was. Nu, schon wieder vorbei? Meister Porn sieht enttäuscht aus. Uff, Glück gehabt. Bitte sprich weiter, was ist dir dazu eingefallen? Das war dieser Kerl, der erzählte, dass ihm jemand regelmäßig Achsesteine abkauft. Wir reden hier über große Mengen. Der Kerl hat damit angegeben, wie stinkreich er bald sein würde. Achsestein ist wichtiges Mineral für Sicherung von Ätherofen. Klingt, als hätten wir unseren Mann. Wo können wir ihn finden? Nanu, wie seltsam. Ich hab's gerade vergessen. Wo jetzt? Von jetzt auf gleich. Hab das Gefühl, mein Gedächtnis könnte sich erholen, wenn ihr noch was kauft. Dieser miese kleine Halsabschneider. Ist er wirklich, ne? Ja, dann gibt man halt noch so eine Linse. Vielen Dank.
Was für ein Zufall, da fällt mir doch glatt was ein. Er sollte nach einem alten Knacker namens Tinneln suchen. Er transportiert Axtsteine und andere Mineralien aus Moaradain. Im Augenblick findet ihr ihn vermutlich beim Geothermin-Turbinturm auf der anderen Seite der Midoral-Brücke. Viel Glück bei der Suche und seid vorsichtig in der Brückengegend. Große Danke, Porn. Hör mal auf. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Da oben nämlich, wo der Dampf rauskommt. Also hinter dem Schornstein. Da waren wir ja schon mal in einer Quest vor ein paar Folgen. Oh, ploppt das Vieh da neben mir auf. Mobs geht. Ich mache gerade die Sammelstelle da klar. Ich schätze mal diese Skorpione. Die sind auch ein Skorpione. Die sind ein bisschen aggro, ne? Irgendwas mache ich falsch. Ich komme nämlich gerade richtig näher. Ah, der ist da hinten dran. Da ist er. Hi, Timmel. Hm, wollt ihr was von mir? Tora hat Frage zu Axtsteinen. Sieh eine an, es geht um meine Axtsteine. Lass mich raten. Diese hat geplaudert, stimmt. Wie Wasserfall. Diese verräterische Ratte. Naja, was soll's. Ist ja nicht so, als würde ich irgendwas Illegales machen. Also fragt mich halt. Was wollt ihr wissen? Hast du irgendjemanden große Mengen Axtsteine verkauft? Große Mengen würde ich dazu nicht sagen, aber ja, es gibt jemanden, dem ich regelmäßig eine Fenster verkaufe. Krübel, wenn ein ominöser Käufer Stein für Ätherofensicherung bräuchte, dann wäre kein ganzes Fass nötig. Hm, okay. Kannst du vielleicht sagen, an welcher Adresse du diese Fässer lieferst? Ich stelle sie immer in der Nähe vom alten Industriegebiet ab. Den Käufer habe ich noch nie gesehen. Ich liefere die Fässer bloß dorthin. Also wenn das nicht nach kriminellen Machenschaften riecht, dann weiß ich es auch nicht. Ach, meinst du? Ich glaube eigentlich nicht, dass irgendwas Illegales mit angestellt wird. Wer auch immer der Käufer ist, der zahlt pünktlich und außerdem den normalen Preis für dich, den sagen wir was. Und wenn er damit eh irgendwas außerhalb der Stadt baut, macht Sinn, sie dort aufzuliefern. Ich finde es zudem normal, dass man sich nicht trifft. Wäre doch für beide lästig, sich das mal pünktlich zu verabreden. Ja gut, da ist was dran. Aber trotzdem. Was ist deine nächste Lieferung? In 10 Tagen. Echt jetzt, so lange wollen wir hier rumhängen? Wir könnten einen verlängerten Urlaub draus machen. Mit mehreren ganztägigen Bädern und heißen Quellen. Mit Verlaub, ich könnte mir eine produktivere Besitzung unserer Zeit vorstellen. Meine letzte Lieferung ist noch nicht lange her. Vielleicht steht es ja noch darum. Wenn ihr euch beeilt, sagt das doch gleich. Gehen wir nachsehen, ein Versuch wäre es doch wert. Sind Fässer leicht zu erkennen, vielleicht kommt mir Glitzer oben drauf. Naja, sie sind hellgrün, das dürfte reichen, um sie sofort zu erkennen. Wenn noch irgendwas ist, sagt Bescheid. Okay, dann gehen wir nach den Fässern gucken. So, ungefähr die Richtung ist es. Komm nicht da hoch. So schwachbrüstig. Hep. Na, so. Oh doch, die sind aggressiv. Ich dachte schon, oh, die sind nicht aggressiv. Leg dich nieder. Hat eh keinen Chance, der Arme. Na, klopft mal, das Haar sieht weg. Schrauberhaar sieht. Warum kriege ich die ganze Zeit eigentlich aufs Maul, ja? Leg dich nieder. Keine Chance für den Hase. Das kennen wir, warum Rex momentan so viel Hate immer zieht, automatisch. So dass Tora gar nicht mithalten kann. Leg dich wieder hin. Geht doch. Und gleich so. Kommt Leute, ihr habt eh keine Chance. Das schwankt da, ich kann da nicht umwerfen. Oh, schade, ich mag das, wenn ich so umwerfen kann. Schwankt das schon wieder.
Klatsch und Heiltränke. So, das war's ja schon. Muss mich der Schrauberhase da echt angreifen? Gibt's ja gar nicht. Was ist denn da hinten das für ein Vieh? Mann, das ist eine Harmonie. Oh. Ach, Ärger. Warum wollen die alle Ärger heute? Leg dich hin, mein Kleiner. Hat doch eh keine Chance. Schon wieder hingelegt. War keine Chance, die Armen hier. Zieht sich aber trotzdem ein bisschen, weil so viel HP hat. Müsste nicht sein. Schön umgeworfen. Und platt. Splendid. Go on, praise us some more. Mit dem großen lege ich mich auch noch an. Die sieht interessant aus, der fabulous Taurolus. Vielleicht schaffe ich ihn ja. Ist jetzt kein besonderer Mob, ist eher ein einer. Komm schon, so stark sieht er nicht aus. Und... Schleudern. Auch noch nicht gehabt. Na, der ist nicht besonderes, aber ich dachte, er wäre was Besonderes. Ist er aber nicht. Ich frage mich nur mal, wer Nia ist. Die ganze Zeit kann ich gar keine Nia-Aktion machen. Nia hat keine Lust mehr zu spielen anscheinend. Dämonenhaupt. Aha. Ist klar. Ach, der Arme. Er wehrt sich und wehrt sich. Ne? Magnificent. Hey, wo ist er hin? Ist er abgehauen? Ja, hat's auch nicht mehr. Und legt ihn nieder. Glatt. Er sieht schon cool aus, der Gegner, aber schwachbrüstig. Sehr schwachbrüstig. Jetzt fehlt noch ein Harmoniegespräch hier, weil es gerade da ist. Mora Dane, so full of wasteland and hard rocks. Not easy for walking. Shall we take a rest around here? Good idea, yes. You need to toughen up a bit, Tora. Tora live whole life cooped up in house working on building Poppy. Not used to walking long distance. If only Tora could flitter flutter like Gramps. Well, you have those big ear wing things. Knock on wings not for flying. Could flap forever and not reach sky. If you're really having a hard time walking, you could ask Dromart to give you a ride. Oh, Rex is genius. I think not. I have solemnly sworn to carry none other than my lady. Go on, I can't hurt. What? Are you sure about this, my lady?
If you allow Tora to ride me now, soon he will want Poppy to join him. And there will be no space left for you. Well, when you put it like that... Sorry, Tora. Guess that's a no. Oh, much disappoint. Pyra, are you okay walking? Oh, yes. I'm fine. Though all the dust clouds do bother me a little. Oh, yeah, those are a pain. Gets in your eyes sometimes. Poppy also not like that. Small particles get in joints and cause nasty creaking when moving. Must ask Master Pond to clean out when get out of this place. Rex, Rex! It seemed like more ordained tricky place for everyone. Rex... Well, let's see. Da müssen wir durch. Ah, the old grin and bear it solution. Rex not even trying to solve problem? Well, I mean, listening to you guys talk about it does make me think that the sand and dust is a... But then I realize it never actually bothered me until you mentioned it. It's not like it's making our attacks miss or anything, right? I think we're fighting as well as we ever have. It's a bit of an irritation, but it's not causing any actual problems. I suppose you're right. Yeah, I guess it's not actually slowing me down. Right? So I think as long as we keep our spirits strong, we can... Well said, Rex. I'll do my best to keep going, then. I'll try and keep my mind off it, too. All right, let's keep moving, guys. Right. Is this really solution? Is best solution? Ist die einzige Lösung, euch jemandem Tora-Zuchler ins Gesicht drücken. Also, geht doch nicht. No! Oh, komm, jetzt ist aber gut. Kann ich ja platt gemacht. Geh weg. Ich hänge ihn noch gerade ab. Will nochmal ähnlich lang kämpfen. Gut. Muss ich nochmal zurücklaufen. Ist dann jetzt das Zielpunkt? In die Richtung. Ah, da sind ja die grünen Fässer. Na, ihr Fässer? Grüne Fässer, das müssen sie sein. Sind auch gelbe Fässer dabei. Bionenkonnektoren und Axtsteine. Zwei der Grundmaterialien für die Produktion künstlicher Klingen. Jetzt ist die Frage, wo ist sie als nächstes hingebracht werden sollen? Gibt es hier irgendwo welche Hinweise? Poppy sieht Notiz im Nopron-Essig. Ah, nun ist tatsächlich Nopron-Essig, aber Handschrift ist fälschlicher Kritzelkrakeli. Kann Tora nicht lesen. Ist für Anfänger Kritzel von Jungporn. Ich dachte, Nopon-Schrift sieht immer so krakelig aus. Besteht im Bekör, diesen Schrieb irgendwie zu entschlüsseln? Wäre es nicht leichter, einfach die Fässer im Auge zu behalten? Das mag zunächst leichter erscheinen, doch wissen wir gar nicht, wann der Empfänger seine Fässer abholen wird. Stimmt, was man hier die nächsten 5 Tage keine aufkreuzt? Wir könnten auch einfach die Söldnertruppe auftragen. Das wäre auch eine Option, ja? Also was sollen wir tun? Beides. Okay, das geht schon mal gar nicht. Dann kann ich in den Söldnertrupp beauftragen. Also dann müsste ich ins Menü. Söldnertrupp. Neuer Auftrag. Gewürzter Mission. Fässerbeobachtung. So, los schicken. Bestätigen. Wie lange dauert das? Eine halbe Stunde? Let's go, Team. Just remember to have fun. Tatsache, dauert eine halbe Stunde. Muss ich hier eine halbe Stunde rumstehen? Verdammt, so war das nicht geplant. Aber was soll ich tun, ne? Gut, dann ist halt eine perfekte Position, um eine Pause zu machen. Ich wollte die Folge eigentlich ein bisschen länger gestalten, weil, ne, in den letzten 3 Tagen kamen ja keine Folgen. Dafür entschuldige ich mich nochmal vielmals. Geht jetzt wieder hoffentlich nahtlos weiter, ohne Probleme. Dann bis zum nächsten Mal. Dann ist die Zeit auch schon doch abgelaufen. Macht's gut. Bye.